Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute von einer Kontroverse berichten, die in einem amerikanischen Journal für Geriatrie seit einiger Zeit hin und her geht und ich ganz spannend finde. Ja, es geht um das Advanced Care Planning, im Deutschen Behandlungen im Voraus planen. Und die Grundfrage ist, ja, was würde die Person mit Demenz eigentlich wollen, wenn sie denn urteilen könnte, was jetzt mit ihr passieren soll? Und da die Person an dem Punkt natürlich das nicht mehr in irgendeiner Weise artikulieren kann, setzt man halt auf die Patientenverfügung, das ist das eine, und auf den Bevollmächtigten im Sinne der Vorsorgevollmacht. Ja, und das sind ja in der Regel oft Angehörige, die sich dann aber oft auch als sehr überfordert fühlen, weil sie in einem sehr kurzen Zeitraum in einer klinischen Situation eine sehr relevante Entscheidung fällen müssen. Und insofern sagen die ersten Diskutanten, also Merrell und Gerster, für die Angehörigen ist es eigentlich wichtig, so eine Verfügung zur Hand zu haben, um anhand dieser Verfügung und deswegen im Sinne des Klienten zusammen mit dem klinischen Experten diskutieren zu können, was sollen wir denn jetzt machen. Und wichtig ist, dass man mit einem klinischen Experten das macht, der über die realen Handlungsoptionen und Behandlungspfade, die jetzt im Krankenhaus zur Verfügung stehen, dass der darüber informieren kann. Der besondere Akzent, den Merrell und Gerster hier noch legen, ist der, dass sie sagen, na ja, also was ich will, das hängt ja auch mit dem zusammen, wie weit ich in meiner Demenz vorangeschritten bin. Also vielleicht möchte ich in einer früheren Phase der Demenz noch eine Maximalbehandlung, in einer mittleren Demenz vielleicht nicht mehr an eine Herz- und Lungenmaschine angeschlossen werden und in einer späten Demenz will ich gar nichts mehr. Das heißt also, was möchte ich bei welchem Funktionsniveau im Verlauf meiner Demenz denn haben? Und die nennen das so Trajectory, also Krankheitsverlauf. Ja? Also was möchte ich wann, bei welchem Krankheitsverlauf haben? Welche Optionen sind dort für mich möglich? Und die Vorstellung ist, dass die Patientenverfügung quasi eine Grundlage ist, auf der dann Bevollmächtigter und Arzt eine Entscheidung treffen. Auf diesen ersten Aufschlag reagiert ein Dr. Solmacy mit folgendem Einwänden. Also zum einen, Patientenverfügungen werden vergleichsweise relativ wenig angenommen und liegen auch bei Menschen mit Demenz zumeist nicht wirklich in der Differenziertheit vor. Und wenn sie vorliegen, dann helfen sie in den realen, kritischen Grenzsituationen der Klinik oft wenig. Deswegen sei es ja viel besser, man hätte einen Bevollmächtigten, der zusammen mit dem Arzt im Sinne des Klienten entscheidet. Ja, das Problem, was er noch benennt, das ist ein bekanntes in dieser Diskussion, nämlich dass entweder, wenn man gesund ist oder nur leicht an Demenz erkrankt ist, man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, wie es sein wird, wenn man später an Demenz erkrankt. Man hat dann meistens relativ belastende Zustandsbilder vor Augen und kann sich nicht vorstellen, dass es den meisten Menschen mit Demenz vielleicht nicht unbedingt sehr viel schlechter geht, als es ihnen vorher ergangen ist. Also insofern übt er Kritik an dem Gedanken der vorauseilenden Autonomie. Ja, also die Frage ist, bin ich dann dennoch der ich jetzt bin? Und kann ich der ich jetzt bin, eigentlich vorwegnehmend beurteilen, wie es mir dann gehen wird und was ich dann eigentlich möchte? Also ist es, wenn ich dort vielleicht ein anderer geworden bin als der ich jetzt bin, eigentlich sinnvoll, dass ich für das Dortige etwas verfügen möchte? Ja, insofern sagt Solmacy, ich werde also hier in diesem Fall zum Geisel von früheren Erklärungen. Und vielleicht habe ich vor Ort dann in meiner Demenz ein doch relativ zufriedenstellendes Leben, sodass eine Erklärung, dass ich zum Beispiel in einer späten Demenz keine Antibiotika bekomme, bei einer Blasenentzündung, eigentlich nicht wirklich von Relevanz ist, weil ich erfreue mich meines Lebens und es gibt keinen Grund, das jetzt nicht zu tun. Ja, auf diese Einwände von Solmacy antworten wieder Merrell und Gerster, indem sie sagen, naja, also der Bevollmächtigte ist schon die wichtigste Entscheidung, aber
Auf welcher Grundlage soll denn der Bevollmächtigte entscheiden? Aufgrund seiner Intuition, was er selber denkt, oder auf Grundlage von ein paar Seitengesprächen, die man mal geführt hat, oder auf dem Hintergrund einer Patientenverfügung, die mit einem klinischen Experten entlang der Entwicklungslogik der Demenz ausführlich überlegt und festgehalten wurde. Und er denkt, und das ist ein Unterschied zu den deutschen Verhältnissen, bei den Patientenverfügungen eher an sowas wie eine Kommunikationshilfe. Das heißt also, auf dem Hintergrund der Patientenverfügung diskutiert der Bevollmächtigte mit dem Arzt über den Willen des Patienten und wie dieser Wille eigentlich auf die jetzige Situation anzuwenden sei. Auf diese Einlassungen reagiert wieder Saul Macy mit folgender Idee: Es gibt bisher keinerlei Evidenzen dafür, dass Patientenverfügungen die klinische Versorgung von Menschen mit Demenz wirklich verbessern. Und zum Zweiten, nur 15% aller Personen, die eine Patientenverfügung erstellt haben, so jedenfalls seine Daten, wollen, dass allein diese Verfügung maßgeblich ist. Und deswegen sagt er, warum dann überhaupt so eine Verfügung? Dann soll das doch bitte schön die Angehörigen, die den Menschen am besten kennen, zusammen mit dem Arzt entscheiden. Ob eine Verfügung vorliegt oder nicht, hat dann eigentlich keine klinische Relevanz. Ja, eine eigene Stellungnahme vielleicht zu dieser Diskussion. Ich glaube, dass Saul Macy ein paar Dinge nicht so ganz richtig einschätzt. Also zum einen gibt es in der Literatur den sogenannten Disability oder Discernibility Gap. Das bedeutet, je weiter die Demenz voranschreitet, desto weniger decken sich die Urteile von Angehörigen und Personen mit Demenz in Bezug auf die Lebensqualität. Das heißt, während Menschen mit Demenz ihre Lebensqualität oft noch als relativ hoch einschätzen, wird sie von Angehörigen sehr viel schlechter eingeschätzt. Insofern, dass die Angehörigen wirklich wissen, was ich als Demenzkranker dann eigentlich möchte, da kann man ein dickes Fragezeichen hintermachen. Der zweite Punkt ist, nicht alle Angehörigen kennen die Person mit Demenz so gut. Wenn das vielleicht der Sohn ist oder die Tochter oder am besten noch der Partner, dann kann man das vielleicht noch vermuten. Aber oft ist da nur eine Enkelin oder eine weitere Verwandte, die vielleicht nur einen sehr peripheren Kontakt hat. Also wie soll denn jetzt bitte schön dieser Angehörige in so einer kritischen Situation für mich entscheiden können? Und auch das muss man sagen, nicht alle Familienbeziehungen sind so positiv zu bewerten. Ja, es gibt auch sehr asymmetrische, dysfunktionale Familien mit viel Gewalt und mit viel ungesunden Abhängigkeitsverhältnissen und damit Bedingungen, unter denen vielleicht Verfügungen entstanden sind, aber auch eben Bevollmächtigte berufen wurden, die nicht unbedingt ideal sind. Das heißt also, den guten Willen der Angehörigen kann man nicht per se und überall unterstellen. Und das Dritte, was Saul Macy aus meiner Sicht nicht berücksichtigt, ist, dass es zunehmend immer mehr allein lebende Menschen mit Demenz gibt. Die haben gar keine Angehörigen mehr. Oder nur noch ganz entfernte. Und dann hat man einen Bevollmächtigten, ja, der hat aber im Grunde genommen keine Ahnung vom Leben dieser Person und ihrem Hintergrund und ihren Werthaltungen. Insofern würde ich mal insgesamt dafür plädieren, dass die Position von Merrell und Gester eigentlich sehr vernünftig ist. Auf der Grundlage einer Patientenverfügung diskutiert der Bevollmächtigte mit dem Arzt, das Erklärte in Bezug auf die aktuelle gesundheitliche Situation und beide zusammen idealerweise treffen eine Entscheidung. Das heißt, man ist hier weder Geisel einseitig der Erklärung, der Vorausverfügung oder der Patientenverfügung, noch ist man einseitig Geisel der Angehörigen, sondern man versucht, in Abgleich beider Elemente eine gemeinsame Entscheidung zu fällen. Letztendlich bleibt die Grundfrage, die Saul Macy stellt, allerdings offen. Und die Grundfrage ist, inwiefern kann man als gesunder Mensch oder als Mensch mit einer leichten Demenz vorausplanend einschätzen, was man eigentlich wollte, wenn man an schwerer Demenz leidet, gegeben, dass man diesen Zustand nicht wirklich gut einfühlen, nachfühlen kann. Das ist eine bleibende Problematik, die besteht, weswegen man auch so ein Fragezeichen dahinter setzen muss, ob Patientenverfügungen für den Fall, dass ich an schwerer Demenz leide,
wirklich den verbindlichen Charakter haben sollten, den sie in Deutschland haben. In Deutschland müssen Patientenverfügungen in jedem Fall unbedingt befolgt werden. Die haben also einen zwingenden Charakter. Und ob das also im Falle der Demenz dann wirklich so sinnvoll ist, das kann man fachlich sehr wohl bezweifeln. Gut, vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie mal in unseren neuen Newsletter rein. Danke für Ihr Interesse. Bitte schauen Sie immer mal wieder auf unseren Blog. Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung. Das sind immer die Botschaften, die wir an alles, was wir tun, dranhängen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.